herzlich willkommen beim Vegan Podcast, deinem Podcast mit den aktuellen Trends und News zu den Themen Gesundheit, Fitness und vegane Ernährung. In Zusammenhang mit unserer Reihe zur Thematik nachhaltiger Ernährung berichtet dein Mr. Broccoli direkt von der Bio-Fachmesse von den aktuellsten Trends und Innovationen auf dem veganen Markt. Stellt die vegane Ernährung immer noch nur ein Trendphänomen dar oder zieht sie zunehmend in die deutschen Haushalte ein? Willkommen auf dem Biofach Neuheitenstand und ich gebe euch heute mal die neuesten Trends, Entwicklungen, Innovationen, die auf der Biofach vorgestellt werden, stelle ich euch vor und zeige euch in Kurzform, wo der Trend hingeht, wo auch Bestand da ist und zeige euch live hier ein paar Produkte. Wenn du das Podcast nur hörst, dann schalte auf jeden Fall auch in das Video ein, denn du siehst dort wirklich super spannende Produkte. Es gibt jetzt nicht diesen einen Game Changer, es geht aber ganz klar bezüglich der Trends in Richtung vegan, es geht auch in mehr gesund, auch fermentiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder mehr Fertigprodukte, wie hier zum Beispiel schon die veganen Snacks auf pflanzlichen Proteinen von Bio-Vegan, die Dress Brothers. Ganz klar ist auch der Trend zu sehen auf alternative Proteinquellen. Natürlich hat Erbse weiterhin sehr stark Bestand, Hanf kommt aber immer mehr. Und jetzt kommen aber auch Pilze, langsam aber sicher aus der Deckung, immer noch zu wenig aus meiner Sicht, aber die kommen. Und es gibt auch zum Beispiel tolle Sachen wie hier diese Milch, die aus Marillenkernen gemacht ist, also von einem österreichischen Unternehmen, das könnt ihr euch hier mal anschauen. Das ist ein Barista-Kerndrink, die machen auch Joghurts und die sind tatsächlich aus, hier seht ihr das, Marillenkernen mit ein bisschen Zucker drin auch, aber auch das wirklich, wirklich spannend. Es geht auch super viel, was Gewürze angeht, in diese Geschmacksrichtung Umami, die jetzt auch vegan angeboten werden kann. Auch super, super spannend. Also gerade so in diese speziellen Geschmacksrichtungen geht es immer mehr. Hier seht ihr diese innovative Pilzbratlinge, die auch super lecker aussehen. Schaut euch das hier an. Die sind tatsächlich aus Champignons gemacht und aus braunem Reis. Das finde ich wirklich richtig gut. Hier seht ihr eine italienische Firma, die Milchalternativen macht. Also Milchalternativen sind gesetzt, sind auch immer mehr im Kommen. Es kommen auch andere Anbieter raus, wie die großen etablierten. Und natürlich ist Hafer, Mandel und Soja, das sind die drei, die immer noch die meisten Produkte mehr oder weniger stellen. Ja, dann haben wir natürlich hier auch ein Premium Matcha, finde ich auch super cool. Und hier geht es in die Gewürzsorten rein. Auch hier sieht ihr solche Convenience-Drink, immer auch mit Superfood-Pulvern gemixt. Kommen natürlich immer mehr hier Matcha, Hafer, Moringa und Ingwer. Oder hier natürlich auch eine goldene Milch mit Kurkuma und Ingwer. Auch super spannend. Es gibt die Mushroom-Cafés. Da habe ich jetzt nicht so viele davon gesehen. Die bleiben aber auf dem Markt mehr oder weniger. Ja, und dann auch hier natürlich schöne Produkte, ne? Also das heißt, die Schönheit spielt eine große Rolle. Es gibt jetzt Nussmaschinen, die instantly Nussmus herstellen. So, dann haben wir hier vegane Brühe, das kommt also auch immer mehr. Also der vegane Trend ist hier ganz klar sehr groß und riesig. Spielt ja aus meiner Sicht eben auch so in die ganze Klimaschutz Debatte mit rein. Auch sowas hier, Erbse, da seht ihr es, also Tamari gibt es jetzt nicht nur mehr auf Sojabasis, sondern jetzt eben auch auf Erbsenbasis, Miso, also alles, was so in diese Geschmacksrichtung Umami reingeht, wird immer mehr. Und vor allem auch pflanzliche Brotaufstriche sind ganz klar im Kommen. Hier seht ihr ganz, ganz viele davon, entweder auf Nussbasis oder auf Superfoodbasis. Es gibt Schokoladen, die meisten sind vegan. Und was absolut riesig geworden ist, ist der ganze Granola- und Crunchy-Markt. Also das seht ihr hier dann nochmal. Hier seht ihr alleine hier vorne gibt es diese Zagler
Geschichten. Hier gibt es Protein-Chunks, auch hier wieder aus Erbse und auch teilweise der Fava-Bohne, auch super spannend. Aber was mir super krass aufgefallen ist, ist, dass der Müsli-Markt vor allem immer mehr mit den Granolas kommt. Hier seht ihr auch die ganzen großen Hersteller, gehen alle auf diese Crunchy-Geschichten rein. Und da gibt es immer, immer mehr Sorten, teilweise Low Carb, teilweise Ketogen, teilweise aber auch noch mit Zucker. Hier seht ihr zum Beispiel ein Granola mit Schokolade ohne extra Zucker. Das hier ist dann zum Beispiel mit Erythrit gesüßt. Also hier die klassischen Süßungsmittel sind natürlich auch Bestand. Stevia hat jetzt nicht so die große Rolle bisher eingenommen. Teesorten sehe ich auch nicht so krass viel Innovatives bisher. Das sind die Klassiker, glaube ich, mehr am Start. Und was wir noch sehen können, sind natürlich diese ganzen Superfood-Pulver und vor allem Proteinersatzpulver. Die kommen auch immer mehr. Auch alternative glutenfreie Sorten, was Nudeln angeht. Hier Quinoa spielt eine große Rolle. Und dann gibt es auch hier wieder, seht ihr verschiedene Granola-Sorten. Gibt jetzt auch die Smoothie-Bowls mit den Superfoods direkt drin, einfach so zum Anmischen, to go. Das wird ja eben auch immer größer. Und hier aber die Porridges und die Granolas immer oder zum größten Teil auf Haferflockenbasis. Also daran hat sich nicht viel geändert, außer man hat halt dann ein ketogenes Crunchy. Dann sind die Kokosnüsse, die Buchweizen teilweise eben auch mit drin. Ja, ansonsten gibt es natürlich im Snackbereich ultra viel zu erzählen. Also Snacks sind überall, seien es jetzt solche Kekse, seien es jetzt irgendwelche Chips, die aus jetzt Pflanzen wie Mais oder wie rote Beete oder wie Erbsen gewonnen werden. Riegel sind ultra viele da, also sowohl Proteinbars als auch Energybars. Und dann gibt es natürlich eben auch hier Neuentdeckung Oat Protein, also das Protein aus dem Hafer. Das scheint neu zu sein. Cashewkernmehl ist da, aber auch sehr, sehr gering nur. Also das meiste geht quasi in Richtung Snacks, geht in Richtung neue Geschmackssorten wie Umami, geht in Richtung auch Convenience Food, also wie gesagt Brotaufstriche und vor allem ganz, ganz groß Protein, also Fleischersatz spielt eine Riesenrolle. Und ja, das würde ich sagen, das sind so die speziellen Neuheiten. Es gibt auch einen neuen Reis, einen Superfood-Reis, den finde ich auch super spannend, kann ich euch verlinken. Und ja, damit würde ich euch gerne entlassen hier von der Biofach, die Neuheiten, die Trends. Mir hat es sehr gut gefallen, es fehlen einige große Hersteller hier oder große Anbieter. Dafür sind natürlich wieder einige kleinere dabei, also von daher, es tut sich einiges, wie auch immer, es bleibt nichts stehen. Hier wieder nochmal ein Milchersatz auf Tigernussbasis, finde ich eben auch super spannend. Und es gibt auch im Bäckereibedarf einiges, es kommen immer mehr Bäckereien, die dann quasi Tiefkühlware versenden, die man sich zu Hause aufbacken kann und die dann eben auch glutenfrei ist, die außerhalb von Weizenmehl agieren und so weiter. Also von daher hat sich gelohnt auf jeden Fall und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen kleinen Einblick geben über die Biofach und über das, was kommen wird und was ja jetzt auch schon da ist. Das Thema vegan wird auf jeden Fall sehr, sehr groß gehandelt, wird auf jeden Fall weiter wachsen und ist hier auf der Biofach bei vielen Herstellern und bei vielen Produkten fast schon Standard. Und das ist die gute Nachricht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute, gute Zeit. Bleibt vegan, bleibt stark, bleibt einfach ja, im Flow. Genießt das Leben und vor allem handelt nachhaltig, indem ihr keine Ressourcen verschwendet. Das Thema Packungen ist noch ganz, ganz interessant. Also der Trend geht in Richtung Glas und auch plastikfreie Verpackungen. Das sehe ich auch noch ganz, ganz klar hier als weiteren Trend. Und mit Plastik und Co. Handelt hier fast keiner mehr. Es gibt auch fast keine Getränke
kleine Getränke, Sachen mehr aus Plastik, sondern immer nur Papier oder Glas. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Entwicklungen, die mich positiv stimmen, auch wenn es nur im Kleinen ist. Aber ich sehe hier auch auf der Biofach ganz wenig Müll rumliegen, beziehungsweise auch die Mülleimer sind überhaupt nicht vorhanden oder groß da. Also da hat sich schon einiges getan, muss ich sagen. Und von daher entlasse ich euch hier ja, positiv in eine wunderbare Zukunft. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.